Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stuko Clear Sky. Entschuldigung. Ja, ich finde, zum Thema Sound fange ich gleich an. Finde ich eigentlich mittlerweile ganz gut, so wie es ist. Es ist relativ laut, aber es ist noch ertragbar laut. Also ich denke mal, das können wir so belassen. So, wir gehen jetzt mal... Hier können wir ja durch, das ist ja nicht der mädelsten Stocker. Ja, okay. Hast du was zu sagen? Nur eine Frage, was bewachst du hier? Was, wir bewachen das neue Stalker-Gebiet. Neues Stalker-Gebiet? Kannst du mir das erläutern? Wir gehen in unsere Basis und frag dort nach. Ich bin beschäftigt. Okay. Hast du was zu sagen? Dann sag es. Ja, habt ihr mir Loot? Wie sieht's aus? Geil, danke, nehme ich mit. Komm schon, spuck's aus. Hast du eine Quest für mich? Kann ich dir helfen? Gar nicht. Okay, bis dann. Weil da sind so manche so gelb markiert, so wie der da. Lass mich in Ruhe, ich bin in Dienst. Was ist mit diesem schwarzen Loch in der Brücke? Mann, wir haben auch keine Ahnung, aber egal. Was wir da reinwerfen, es verschwindet. Normalerweise schmeißen wir unser Abfall da rein, um die Umwelt zu schützen, du weißt ja. Aber dann haben wir irgendwann einen Haufen von unserem Müll in der Anomalie in der Tunnels entdeckt. In der Zone geschehen die merkwürdigsten Dinge, zum verrückt werden. Kann ich dir helfen? Gar nicht. Tschüss. Welches schwarze Loch? Oh. Das heißt, die schmeißen halt ihren... Das ist wahrscheinlich so eine Art Wurmloch und die schmeißen halt alles rein, was sie so haben. Gute Idee. Umwelt. Ihr könnt mal wieder Dinge auspacken. Damit sind Anomalien halt viel seltener. Ei. So, wir reden erstmal mit Emir. Hi. Kann ich dir helfen? Tschüss. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Hi. Das ist ein Teleport-Typi, der kann mich irgendwo hinführen. Mann, wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf dich. Geh sofort zu unserem Anführer. Jawohl. Lecker Hund oder was auch immer das ist. Sofort, wir gucken erstmal nach Loot. Wir könnten ruhig mal was für mich übrig lassen. Die Drecksäcke haben bestimmt alles eingesteckt. Ja, ich will den wegpacken. Ja, wie mein Messer haben. Mein Messer! Ach, ich kann hier keins rausziehen. Ja, wie mache ich das jetzt kaputt? Gar nicht. Ja, dann... Ist das schrecklich. Hi. Du bist der Anführer? Einzelgänger. Frag nur, ich bin gerade in Stimmung dafür. Kann ich dir helfen? Helfen? Vielleicht kannst du das ja. Also, wir haben unsere Basis hier erst vor kurzem errichtet. Und noch bevor wir das Gelände sichern konnten, sind die Banditen hier eingefallen. Sie rauben Stalker aus. Sie rauben Stalker aus, die mir Beute bringen. Wenn das so weitergeht, werde ich ganz schnell pleite sein. Ein weiterer Tupp-Banditen ist direkt neben unserer Basis aufgetaucht. Kannst du dich um sie kümmern? Kein Problem. Schalte die Banditen aus, Bauernhöfe. Gut, bis später. Aber das ist nicht der Anführer. Doch, nee, ist es nicht. Aber wir haben jetzt eine Quest. Das ist der Gefangene. Wir können nicht mit dem reden. Kann ich dir helfen? Gar nicht, ciao. So, machen wir erst die Banditen oder kommen wir reden erstmal mit dem Typen, wenn wir schon mal hier sind. Wo ist denn der Anführer? Da. Hast du was zu sagen? Dann sag es. Wir müssen irgendwo da reinkommen. Hier und dann ganz links. Hi. Na, hallo Söldner.
Wir sehen nicht oft einen von euch hier beim Cordon. Was führt dich hierher? Cordon. Ich komme im Auftrag von Sidorovic. Von Sidorovic, sagst du? Ja. Also weißt du auch über den Kommandeur Bescheid? Okay. Ich werde offen zu dir sein. Wir haben früher mit der Armee zusammengearbeitet. Sie haben uns erlaubt, unsere Waren sicher durch den Außenposten zu transportieren und haben uns ab und an nützliche Informationen gesteckt. Wir haben sie gut dafür bezahlt. Aber dann haben wir herausgefunden, dass dieser verfluchte Kommandeur für beide Seiten gearbeitet hat. Er hat den Banditen Infos über uns zukommen lassen. Dann hat er sogar zwei unserer Jungs auf der Müllhalde als Sklaven verkauft. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ihr habt die Armee angegriffen? Ja, ich denke, wir haben da etwas übertrieben. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir halten den Kommandeur momentan gefangen. Das schützt uns wenigstens davor, dass die Armee uns mit ihren Helikoptern in die Steinzeit zurückbombt. Wir können ihn nicht töten, aber wir können ihn auch nicht laufen lassen. Dieser elende Bastard weiß ganz genau, dass wir ihn lebend brauchen. Daher gibt er nicht im Geringsten nach. Das Problem ist, dass er als einziger weiß, wo die Beute versteckt ist. Wenn wir Sidorovic diese Beute nicht liefern, wird er nie wieder Geschäfte mit uns machen. Falls es uns gelingen sollte, dieses Armeeschwein dazu zu zwingen, nach unseren Regeln zu spielen, würde alles ganz anders aussehen. Das kannst du mir glauben. Ich werde mich mal mit dem Kommandeur unterhalten. Vielleicht bringe ich ihn dazu, zu reden. Und er verrät mir, wo der Koffer mit der Beute versteckt ist. Rede mit Chatelchaletsky. Dieses Ski ist total, ne? Das gibt's oft. Also hier können wir die Banditen ausschalten. Wir machen das erstmal mit den Banditen, bevor wir hier, ne? Wir haben hier ein paar Quests. Ah, erstmal abspeichern und in den Schneidersitz gehen. Ja. Für Sachen. Moment. Wir machen jetzt vielleicht doch mal ein ganz kleines bisschen. Minimal leiser. So 5%. Ist nicht viel, aber reicht vielleicht. Ja, okay. Dann gehen wir halt erstmal zu der Anomalie. Wir müssen das Ding da rausholen. Also entweder wir sprinten da schnell rein und los geht's. Wir müssen erstmal hier einen Weg finden. Wir speichern ab. Das ist halt sehr radioaktiv. Vielleicht rennen wir einfach rein und dann gut ist. Oder vielleicht sterben wir einfach instant, weil wir hier reingerannt sind. Wie soll ich denn da drankommen? Hier die Kit. Wir sind übel verstrahlt. Haben wir noch Wodka? Oh. Wir haben keine Medikits mehr. Wir sind jetzt besoffen, aber wir haben das Scheißding. Schön. Hoffentlich ist der Scheißtyp jetzt glücklich darüber, Mann. Wo war denn der eigentlich? Hier. Ah, das war vielleicht nicht so smart, da halber zu verrecken drin. Jetzt sind wir auch noch besoffen und das müssen wir auch noch mit halbem Leben Banditen töten. Also das sind so viele. Okay, meine Hoffnung ist, wir speichern mal. Granate!
Wie schmeckt das, hä? Aua. Wir speichern. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber wir tun es einfach. Hab ich nicht gesehen. Mann, ich sehe den nicht. Man sieht so schlecht. Da ist er. Haben wir alle? Ja. Easy game. Oh. Was hat der für eine Waffe? HK, diese Maschine hat sich weltweit in eine enorm beliebte Waffe entwickelt, weil sie zufällig sich einfach zu bedienen und schussgenau ist. Geil! Die hört sich sehr geil an. Oh, wir haben doch... Kann man die nicht an der AK ballern? AKM? AK-74? Ja, nee. AK-SU-74? AK-SU-74 ist nicht dran und AKM auch nicht. Nur AK. Nee, wow. Vielleicht finden wir eine Waffe, wo wir das Ding draufpacken können. Das wäre schon mal sehr geil fürs Early Game. Wir fressen mal hier gleich ein bisschen Zeug, ein bisschen Leben. So, haben wir da alle erwischt? Nee, gell? Ich glaube, den haben wir nicht. Oh, der hat ein Medipack, geil. Aber sonst haben wir alle erwischt, gell? Eins, zwei, den da drin haben wir auch. Und den an der Seite auch, ja. Ja, dann können wir jetzt noch kurz in Ruhe looten, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Eine Kiste oder so, so wie hier. Energy. War 2009 Energy schon so ein Ding? War das schon Red Bull? Ich meine, da kam das Spiel raus, beziehungsweise 2008 gab es die ja auch schon in den Game. War das schon so ein Ding, die Energy Drinks? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, so richtig. Okay. Banditen haben wir. Glücksbringer haben wir. Zwei Quests haben wir. So, wir essen jetzt mal ein bisschen was. Salami mit Brot, ein bisschen Thunfisch dazu. Wir speichern ab und nehmen noch ein Medipack. So. Wir sind wieder gut. Sei kein Idiot und pack deine Waffe weg. Ja. Also, erzähl mir. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Von wem haben wir die Quest nochmal bekommen? Von dem da drüben. Hi. Ich bin wegen den Banditen hier. Ich habe die Banditen ausgeschaltet. 1000 Gold. Bis später. Du bist ja ein Händler. Was hast du eigentlich so? Dann kannst du erstmal hier die AKMs nehmen. Das. Tots, ist die besser? Nee, die ist nicht besser. Ah, die ist deutlich besser als die, oder? Ich denke mal schon. Laden. Ja. Ciao. Ciao. 471 Rubel, du bist so ein Geizhals.
Handeln. Ciao. Willst du etwas repariert haben? Verbessern. Ah, guck mal, da können wir wieder verbessern. Genauigkeit, verwendet kein Schrot. Gewicht minus 15%. Rückstoß minus 3. Ja, ist alles nicht so geil. Ist alles nicht so geil. Hä, warum habe ich jetzt hier die Zweitwaffe drin? Hä? Warte, dann kann ich die ja auch loswerden. Ciao. Geil. Wir speichern ab. Ei. Kommt alle und freut euch. Chaletzki ist im Käfig. Was schaust du so, Hackfresse? Ha, ein Armee-Kommandeur hinter Gittern. Ist mein lustiger Anblick. Lach du nur. Wenn du hier bist, um herauszufinden, wo ich den Koffer mit der Beute versteckt habe, hast du Pech gehabt. Verzieh dich wieder in deine tolle Zone. Meine Jungs werden euren lächerlichen Haufen früh genug auslöschen. Und euren Anführer, den knüpfen wir an der Brücke auf, damit jeder sehen kann, was passiert, wenn man sich gegen die Armee stellt. Er ist nicht mein Anführer, ich bin ein Söldner. Oh, wirklich? Hm. Und was würdest du für deine Dienste verlangen? Was, wenn ich darum bitte, meinen Jungs beim Erledigen des Scharfschützen am Eisenbahndamm unter die Arme zu greifen? Zu teuer für eine Ratte wie dich. Geh weg und bleib weg, Söldner. Was willst du sonst noch? Also, wie bist du im Stalker-Knast gelandet? Das findest du witzig, was? Hm. Mann, unter anderen Umständen würde ich dir eine ganz andere Antwort geben. Aber ich hab das alles satt, Freundchen. Die Jungs, mit denen ich damals bei der Armee war, haben schon alle ihre glänzenden Sterne und tollen Uniformen, mit denen sie natürlich an besseren Orten als diesem hier dienen dürfen. Denkst du etwa, ich hätte nichts Besseres zu tun, als solche Typen wie dich hier an der Zone zu jagen? Davon habe ich genug. Und diesem Loch, der verfluchten Zone, den bescheuerten Stalkern, diesem verblödeten Sidorowitsch. Und nicht zu vergessen, diese Mutanten. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um sie aufzuhalten. Aber sie hören einfach nicht auf. Und alle in der Außenwelt labern irgendeinen Unsinn. Dass sie die Welt vor den Schrecken der Zone bewahren müssen. Dass sie es nicht zulassen werden. Generäle, diese Schwachköpfe im Fernsehen, geben jeden Tag ihre vollkommen unnötige Grütze von sich, dass einem schlecht wird. Und wie viele dieser ach so besorgten Herrschaften waren jemals hier bei einem Angriff dabei und sind mit dem Gesicht im Dreck durch diese beschissenen Anomalien gerobbt, hä? Wie viele dieser faulen Säcke haben jemals in ihrem Leben einen Tag damit verbracht, Stalker durch die Sümpfe zu jagen? Diese Hirnverbrannten lassen noch immer die Armee diese Drecksarbeit machen. Richtig. Naja, wenn du uns so sehr satt hast, warum lässt du den Schmuggel weiterhin zu? Und wenn schon, dann lasse ich halt für etwas Geld Beute durch den Cordon. Ich lebe und lasse andere leben, klar? Weißt du überhaupt, wie hoch mein eigentliches Gehalt ist, Klugscheißer? Versuch du mal mit dem Hungerlohn zu leben. Sie zahlen mir nichts und wollen, dass ich stolz auf meine Arbeit und mein Land bin. Die Bosse verdienen sich eine goldene Nase an der Zone, wie auch jeder andere. Warum sollte ich mir meinen Teil am Kuchen entgehen lassen, hä? Mein Job ist es, Befehle auszuführen und zu überleben. Also überlebe ich so gut, wie es geht. Scheiße auf diesen ganzen Ort und all die Idioten hier. Ich weiß nicht, ob ich sie alle erschießen sollte oder doch lieber mir selbst das Hirn wegpuste. Wie kommt es, dass du den Banditen Informationen über Stalker verkauft hast, wenn du so viel auf deinen Prinzipien gibst? Das ist doch Betrug, oder etwa nicht? Betrug? Ja und? Du und deinesgleichen interessieren mich nicht einen Dreck. Du dürftest überhaupt nicht hier sein. In der Sekunde, in der du die Zone betreten hast, hättest du abgeknallt werden sollen. Ich verarsche dich nicht, das sind meine Befehle. Dumm nur, dass man mit einer Leiche kaum Geld verdienen kann. Und für meinen Dienst hier will ich ganz einfach besser entschädigt werden. Die Armee zahlt das nicht, also nehme ich mir einfach, was geht. Was deine Probleme mit den Fraktionen angeht, das ist mir sowas von egal. Ihr könnt euch alle gegenseitig erschießen, das juckt mich nicht die Bohne. Bis später. Was willst du sonst noch? Bis später. Okay, ich dachte... Ich habe gehofft, dass wir ihn vielleicht mehr rauslocken können, wenn wir ein bisschen mehr mit ihm reden. Hast du eigentlich noch einen Auftrag? Hast du was für mich? Ja, du hast uns echt geholfen, mein Freund. Hier ist deine Belohnung. Geil! Wahrscheinlich für die Bushalte vorher. Geil. Gut, bis später. Hast du sonst noch was für mich? Hast du was für mich? Gut. Ja, immerhin. Wir reden mit dem Anführer.
Hi. Und? Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Er ist ein sturer kleiner Wichser. Sag kein Wort über die Koffer. Stattdessen labert er immer wieder von seinen Freunden, dass sie ihn nicht im Stich lassen und ganz sicher retten werden. Natürlich werden sie ihn retten. Dieses Verräterschwein schuldet ihnen noch eine Menge Geld. Er alleine hat ihre Aktionen geleitet und das Geld irgendwo versteckt. Hör zu, ich habe eine Idee. Es gibt nur zwei Männer, denen der Kommandeur vertrauen kann. Sie haben zusammen beim Außenposten gedient und er hat sie am Profit beteiligt. Sie werden also alles daran setzen, ihn zu befreien. Wenn wir diese Typen ausschalten, wird der Drecksack erkennen, dass ihn niemand retten kann. Das wird seinen Willen brechen und wir können die Informationen über die versteckte Beute aus ihm herausprügeln. Wir teilen das Geld auf und Sidorowitsch bekommt den Koffer. Was sagst du dazu? Das ist eine Möglichkeit. Hast du eine Idee, wo Chaletzki Freunde stecken könnten? Ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht finden müssen. Chaletzkis Freunde treiben sich hier in der Gegend herum und hacken Pläne aus, uns anzugreifen. Beim Aufzug wurde ein kleiner Trupp gesichtet. Hilf uns dabei, sie auszuschalten. Ich werde tun, was ich kann. Tresor mit Waffen und Munition. Was? Schalte die Soldaten aus, ja. Oh. Wow, echt? Wow, bist du? Wow. Wow, Alter, du bist ja... Wow. Also, wow. Danke für... Wow. Danke für wow. Wow, wow. Ich weiß gar nicht, was ich von dieser all dieser Güte halten soll. Für deine Güte. Und die Güte, die du da an den Tag bringst. Wow, die Pistole, ey. Wow. Wow. So, wo müssen wir hin? Mutant. Hier können wir den Dinger, schalte die Soldaten des Militärs beim Fahrstuhl aus. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir das. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird es geben. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.